Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Asa. Wir haben die Tech-Höhle hinter uns. Wir haben leider zwei Rexe verloren. Ich hoffe, ich habe nicht nachgezählt. Wir haben alle Tyrezinos noch. Der Jutyrannus ist definitiv da. Wir laden uns gerade hoch in die Overseer-Arena. Theoretisch haben wir ein Tier mehr, glaube ich, als 20. Ich glaube, wir sind zu 21. Tier, wenn alle hier sind. Ich hoffe, dass nicht ich zurückbleibe und ich hoffe, dass nicht der Yuti zurückbleibt. Alles andere ist wurscht. Und ja, wir wollen den Overseer auf Alpha bekämpfen. So, die Höhle haben wir schon mal gemeistert. Wieder nur eine Viertelstunde? Was ist denn hier nur los? Warum? Warum ist hier ständig irgendwie eine Zeit? Früher war das niemals nie so, dass es hier irgendwo irgendwelche Zeiten gab. Oder ist es die Zeit noch aus der Höhle sozusagen? Kann sein. Vielleicht ist es alles nicht so dramatisch. Ja, das ist die Höhle, die Zeit, die wir noch für die Tech-Höhle hätten haben sollen. So, irgendwo waren doch hier Explorer-Nodes. Drei Stück. Bei einer weiß ich ganz genau, die steht direkt vorm Tor. Das ist die von Helena. Ansonsten brauchen wir noch einen Rockwell und noch eine Meijin. Das sieht ein bisschen anders aus. Ein bisschen sehr viel unschärfer, als es früher mal war. Aber gut. Okay. So, ich werde jetzt einfach mal sagen, alle sollen ihm hier folgen. Das wird jetzt wahrscheinlich ein ganz schönes Gehuppel und Geruppel. Da oben ist ein Explorer-Node. Das ist, glaube ich, der letzte Rockwell. Ne, die letzte Meijin, aber auch okay. Zack. Die anderen sind auch an solchen Stellen, sage ich jetzt mal. Ey, hoffentlich ist es nicht die Zeit, die wir auch dann für den Boss noch mit haben. Dann schaffen wir das ja auf überhaupt niemals gar keinen Fall. Also wenn das so ist, das ist noch nie so gewesen, wie gesagt, ne? Also wenn das wirklich so der Fall sein sollte, dann schaffen wir das, wie gesagt, nicht. Also dann muss ich alles nochmal machen. Aber dann muss ich gucken, dass ich das irgendwie ausgestellt bekomme. So, der letzte Rockwell. In all my life, ja, I have never seen so magnificent a sight. Mr. Nerva may be bemoaning the loss of his men, but I would sacrifice them 1,000 times over to witness such majesty. I have never seen a night sky so beautiful. Somehow, this place looks down upon the world from on high, as though it stands upon the peak of Olympus itself. And my word, the exquisite metal this place is made out of. Not to mention that bizarre creature. Ich hoffe echt, das zählt nicht auch für den Bossfight. Da war kein Explorer-Node, das andere ist auf der anderen Seite von der Brücke. Alive. The very walls of this place seem to hum with power and possibility. I must find more information on this material. Wow. Perhaps one of these consoles will have something I could use. I'm not familiar with the technology, but I'm sure a scientist of my caliber could get something out of them. The little educated fiddling. Dann nehmen wir den hier noch schnell. Dann müssten wir eigentlich alle haben. Well, I'm not dead. And as it turns out, neither was Meijin. In fact, it was her who freed me. And insisted we follow Nerva through the portal in the cave. Wir haben alle. Wir haben alles. Okay. All of Nerva's men lay dead amongst the shards of a mysterious metal. But Nerva's body was missing. Forgetting my present company, I suggested a peaceful approach if we encountered him. That is me, one hell of a knockout punch. Gleich Bossfight. When I came to, I searched den the aber station, noch mal ein bisschen mit Fleisch hochheilen. The only signs of Meijin and Nerva. Okay. Was the very island that I had Ach so, been nee, ich muss ja auf den Yutyran. And it too was orbiting high above the earth along with countless other stations just like it. The ecosystem on the island wasn't just curated. Bin ich, okay. It was completely artificial from the ground up. What in the hell is all of this? Why would anyone construct it? And how could they have possibly kept it hidden from the world? I don't have the answers to any of these questions. Ey, wehe, das ist die Zeit, die man hat, um den Boss zu besiegen. Wehe. But somehow, I mean to find out. Somehow, I'll find the truth. So, bitte, Overseer angreifen. Tun sie aber nicht, ne?
Ich habe ihnen gesagt, sie sollen ihn angreifen. Und sie sind auch aggressiv. Jetzt muss man ein bisschen aufpassen, wenn das deine Stunts macht. Ja, wenn man absteigt, dass man auch wieder drauf kommt. So, wir brauchen auf jeden Fall eigentlich nur den. Alles andere ist uns beinahe egal. Und da sieht man halt, der ist einfach scheiße schnell. Der ist scheiße schnell. Bitte weitergehen. Nee, ich bin auf dem falschen. So. Was ist denn der Knilch? Nee, wir brauchen eigentlich nur diese blöde Kugel. Wow, durch mich hindurch. Nur der ist für uns interessant. Ei. Ja, aber sie kriegen ihn nicht. Er ist einfach zu schnell. Wow, mich erwischt. Genau, und jetzt können sie ihm halt nichts machen. Na, jetzt ist der Moment. Jetzt müssen wir sozusagen die Kugeln abwarten. Jetzt können sie ihn kaputt machen. Ah, voll drauf. Okay. Ja, und hin und wieder sollten wir mal diese ganzen Tech-Drohnen wegmachen. Sonst wird es nämlich irgendwann ein bisschen eng. Nee, okay, zum Glück nicht erwischt, glaube ich. Oder doch, aber ich bin nicht abgesessen. Ach, die sind schon zu weit weg. Die habe ich nicht mehr gekriegt. Hinter den Säulen ist man natürlich einigermaßen sicher. Genau, und jetzt. Da können sie ihn schon mal einkreisen. Oh, diese Musik. Es macht einen wahnsinnig, oder? Mich macht sowas total wahnsinnig. Naja, sieht doch ganz gut aus, ne? Oder? Es macht mich wahnsinnig. Ich will das nicht. Ich will nicht, dass wir nur so wenig Zeit haben. Das schaffen wir auf gar keinen Fall. Okay. Gehabt. Wieder einkreisen. Nein, was soll das? Das ist eure Chance gewesen. Ach so, okay. Ja, das macht er halt. Er verwandelt sich nach und nach in alle Bosse. Ich weiß nicht, ob, wenn die den kaputt machen, auch der eigentliche Overseer dadurch immer mal kaputt geht.
die können und etwa das, was die normalen Bosse auch können, die sind aber nicht so stark. Lange nicht so stark. Ach, herrje. Ja, vielleicht mal einen Schritt zurückgehen. Jetzt macht er gleich seinen... Ja, oder? Schnappt ihn euch! Mein Gott, wir haben nicht mal ein Viertel von der Kugel. Würde ich jetzt sagen. Ab und zu muss man halt hier mal aufräumen. Genau. Ah, die Zeit ist jetzt weg, oder? Sehe ich das richtig? Oder doch nicht? Nee. Also ich sehe jedenfalls die Zeit nicht mehr, aber 5 Minuten waren noch nicht vorbei. Bin mir ziemlich sicher. Ups. Ja. Ja, da will ich mal lieber nicht rankommen. Aua, aua, aua. Lass mich laufen. Warum, woran hänge ich denn hier? Ah, okay. Naja, jetzt haben sie auf jeden Fall über ein Drittel. Bisher ist jetzt, glaube ich, nur der eine Rex gestorben. Lauft, Freunde, lauft! Ah, die haben wir nicht so richtig erwischt. Nee, ich pull euch doch an, dann macht doch auch mal. Okay, dass die das nicht schaffen, war fast klar. Die sahen ja auch schon echt schlecht aus. Juhu, Freunde. Au, 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 au. Nicht kacken, nicht kacken. Weiter geht's, Freunde, weiter. Früher gab es da oben auch nochmal so einen Tech-Explorer-Node, aber ich glaube, die gibt es einfach noch nicht. Ja, wir wollen keinen Feueratem abbekommen. Ich muss mal was essen. Vielleicht auch mal was trinken. Uiuiui. Ihr dürft ihn gerne weiter angreifen, Freunde. Ich weiß, es macht, glaube ich, gerade für euch keinen Sinn, aber glaubt mir, irgendwann macht es wieder Sinn.
Das ist fast die einzige Zeit, wo sie den mal gut erwischen, sag ich mal. Ja, Bruststreifen, okay. Hier sind weg. Die Nerven. Bam, 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 bam. Boah. Oh, diese Musik. Bam, 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 bam. Hinterher! Schnappet ihn euch! Ah, okay. Seid motiviert und schnappt ihn euch. Okay, wir haben über die Hälfte und noch keinen einzigen Tirizino verloren. Einige von denen sehen nicht gut aus, aber die meisten, denen sieht man gar nichts an. Freunde, macht mal hier. Genau. Ab und zu müsst ihr aufräumen. Ab und zu müsst ihr ein bisschen aufräumen. Was hat er jetzt noch? Vielleicht noch ein Drittel oder so? Da kommt er wieder zurück. Jetzt müssen wir uns mal wieder um die Kugel versammeln. Genau, kommt mal hierher. Meine kleinen Freunde. Und, ha, Glück gehabt. Nein. Sehr gut. Und weniger Glück gehabt. Sehr viele erwischt. Manifestierte sich jetzt wieder in irgendwas? Nee. So. Jetzt können sie ihm halt nichts machen, ne? Ja, macht immer alle weg. Ja, sich da durchzulenken funktioniert so leidlich, würde ich mal sagen. Manchmal hat man einfach Glück. Und hinter den Säulen ist man auf jeden Fall safe. Die beste Chance hat man immer, nachdem der sich wieder aufgetaut hat, sage ich jetzt mal dazu. Dann können sie ihn mal ganz kurz mal so richtig Schaden machen. Genau, helft mir mal ein bisschen. Wo ist er hin? Ach, da hinten. Na da, merkt ihr das nicht? Da! Da, da, angreifen, da. Nö, machen wir einfach nicht. Latschen immer nur mir hinterher. Ich sollte die dumme Spinne angreifen. Ich drücke die ganze Zeit auf Angriff, ne? Aber hier macht ja einfach keiner, was er soll. So, jetzt hat er sich einmal in alles verwandelt. Das ist normal, sag ich mal. Ich glaube, wenn der sich noch... Also, je länger der Fight dauert, desto öfter verwandelt er sich halt in diese Kreaturen. Ich meine, dass die danach aber keine vollen Leben mehr haben, sondern da sind die
dann ist er als Kreatur sozusagen schon geschwächt. So, kommt mal schön hierher zu ihm. Nicht zu mir, zu ihm. Richtig. Und aggressiv sein, bitte. Ja, schön aufhauen. So, jetzt pumpt er halt hier mal seine Viecher her. Leider. Je mehr Abstand man hat, desto eher ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit gegeben, dass man nicht getroffen wird. Weil am Anfang stehen die ja sehr, sehr eng. Und dann gehen die ja weiter auseinander. Ah, hier, genau, jetzt zum Beispiel. Oh, das war sogar ganz, ganz schlecht. Nee, warte mal auf. Na, jetzt habe ich mich nämlich bewegt. Der Yuti war gestunt und ich habe mich bewegt. Und damit habe ich mich von ihm runter bewegt. Ganz, ganz, ganz schlecht. Das darf eigentlich am besten überhaupt niemals passieren. Wollen wir uns mal alle gegenseitig aus dem Weg gehen? Richtig. Gegen ihn sollt ihr kämpfen. Da hat er sich wieder verkugelt. So, jetzt hat er nicht mal mehr einen Viertel. Also wenn das wirklich die Zeit gewesen wäre, die unsere Zeit gewesen wäre, dann wären wir jetzt alle hin. Aber sind wir nicht. Okay, jetzt manifestiert er sich wieder in irgendein Vieh, aber er hat volles Leben. Ich bin entsetzt. Kommt mal hierher. Bang, bang. Die hinterlassen eigentlich, diese Drohnen, wenn die kaputt gehen, hinterlassen sie eigentlich Element. Ich habe jetzt aber noch keins so richtig gesehen. Ja, geht doch mal bitte weg. Richtig, so. Okay, jetzt haben wir nur noch die Fliegerdrohnen. Die machen zum Glück so gut wie gar keinen Schaden. Na, den Stein will ich natürlich auch nicht abkriegen. Oh je, diese Musik. Das ist wirklich immer unschön. Na komm schon. Der Overseer hat auch echt nicht mehr viel. Kein Viertel mehr. Da seht ihr es, ne? Kein Viertel mehr. Hier, ihn sollt ihr angreifen. Versteck mich mal. Ich will nicht runtergegrappt werden. Komm, mach zu Ende. Das ist diese Phase. So. Mann, darf man irgendwann auch noch mal mitspielen? Genau, mach mal den hier einfach. Okay, und jetzt können wir wieder gegen den vorgehen. Komm schon, Freunde. Wir machen ihn gleich fertig. Ihr seid nicht mehr motiviert, wa? Das kann man schnell ändern bei euch. Zum Glück. Ah, machen wir wieder was anderes. Was bist du diesmal? Ah, da. Jetzt ist es nämlich nur noch mit ganz wenig Leben. Seht ihr? Ist nur noch ganz wenig Leben. Bitte angreifen. Nicht mich. Die Spinne. Bitte die Spinne angreifen. Man sieht leider diesen Angriffspfeil nicht mehr.
Ja, die machen einfach nicht mehr mit. Früher hat man den Pfiff gehört, hat man gemacht und man hat immer diesen roten Pfeil gesehen. Jetzt sieht man den einfach nicht mehr. Das ist blöd, finde ich. Kann man dich mal... Oh, du hast gar keinen Fleischintus. Das ist natürlich uncool. Komm, jetzt ist es echt nicht mehr viel. Ah, ich glaube, wir haben den gleich. Wir haben den gleich. Der verwandelt sich bestimmt nicht nochmal. Yes! Jawoll! Hahaha! Dann brennt das hier jetzt auf einmal überall. Wuhu! Wir haben es geschafft! Alles in das Tier. Einfach alles in das Tier. Kann ich es mir leisten, meine Rüstung da reinzutun? Nein, das kann ich mir tatsächlich nicht leisten. Die muss ich anbehalten. Gibt's Loot? Gibt's hier Loot? Gab's hier schon jemals Loot? Hier gibt's kein Element, ne? Freunde, wir haben es geschafft. Den Alpha Overseer. Die Rexe sind zwar tot, zwei auf dem Weg, zwei hier drin. Es ist kein einziger Terizino gestorben und auch unser Uteranus nicht. Und jetzt bin ich einfach mal ruhig für den Abspann. Is this what happiness felt like? Love? No. This is more like pride. Yes, that's it. I'm proud of you, Survivor. You've accomplished what few have. You've ascended. I once did too, when I was her. Helena, she was an explorer too. And like you, she traveled the arcs and discovered their secrets. You're following in her footsteps. Keep going. Discover what became of Helena and her friends. Survive the many challenges ahead, and you'll find me here waiting for you. Together, we may yet be able to save our world. So there I was, whizzing through the sky, when this sparkly lady flies right up alongside me, and she tells me, Bob, you're the greatest guy ever. You have to stay alive so you can save everyone. How are you supposed to save a whole world all by yourself? Well, now, I did have a little help from my friends. Little Miss Professor here, and the doc there. But maybe that's a story for another time. I mean, you gotta have some chores to get back to, right? I already did them, I swear! Great. Guess I'll just, keep retelling these true tales about Bob's amazing adventures. Yeah! Ja. Wir haben es gepackt. Super. Wir haben sozusagen die Island durchgespielt. Wir haben alles gemacht, was man hier machen kann. Ich glaube, wir haben, naja, gut, wir haben noch nicht alle Tiere gesehen. Wir haben noch keinen Titano. Das machen wir erst, wenn Extinction rauskommt, weil ich den Granatwerfer von dem Mac dafür brauche. Aber ansonsten, ja, wir haben alles gezähmt, wir haben alles entdeckt, wir haben jede Höhle gemacht, jedes Artefakt geholt, jeden Boss auf Alpha besiegt und auch den Overseer auf Alpha besiegt. Wir sind also durch. Theoretisch geht es jetzt natürlich nach Scorched Earth, aber da sind wir ja auch schon fertig.
Das heißt, wir sehen uns das nächste Mal wieder, sobald Aberration droppt. Denn das ist nämlich dann das nächste. Ne? Nach The Island kommt Scorched Earth, was wir schon haben. Dann kommt Aberration, danach Extinction. Ich würde sagen, dass an dieser Stelle diese Folge fürs Erste wieder beendet ist. Ihr könnt mir wie immer gerne ein Like da lassen und ein Abo für den Kanal. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Asa. Bis dann. Ciao, ciao.